Social Media Monitoring ist mehr als ein Beobachtungstool von Kommunikation, um nachher ein Presseclipping zu erstellen, sondern Social Media Monitoring bietet die Möglichkeiten, Marktforschung zu betreiben, bietet die Möglichkeit, Customer Insights zu erlangen und bietet vor allen Dingen auch die Möglichkeit, Wettbewerbsinformationen zu erhalten. Also es ist ein strategisches Tool, was Informationen, Kommunikationsstrategien, Marketingstrategien anreichert und ergänzt und die Planung verbessert und optimiert. Optimalerweise partizipieren und gewinnen alle Abteilungen eines Unternehmens am Social Media Monitoring. Das Problem gerade im B2B ist eben, dass die Unternehmensabteilungen relativ getrennt voneinander arbeiten und oftmals nicht zusammenarbeiten, um die Ergebnisse zu nutzen. Aber gerade PR, Marketing, aber auch der Bereich Service oder HR kann eigentlich eine Vielzahl von Informationen aus dem Social Media Monitoring gewinnen. Den spannendsten Vortrag fand ich eigentlich den von Daniel Waas, der zum Thema Work-Life-Balance gesprochen hat, über die verschiedenen Möglichkeiten und auch seiner Praxis, wie er bei Citrix seine Home-Arbeitszeit mit seiner Firmenarbeitszeit kombiniert und das natürlich auch über Deutschland hinaus, also wie er mit Teams in London und USA zusammenarbeitet. Das war ein guter Vortrag, spannend präsentiert, interessantes Thema.